So, ihr Lieben, ich begrüße euch und freue mich wie kein Zweiter, euch heute mit einem ganz, ganz neuen Thema um die Ecke zu kommen, denn wir sind wenige Tage vor Berlin, vor der Lead von Jeunesse und mega aufgeregt, denn wir wissen, es wird Großes kommen, Großes folgen, aber eine Sache, die mir wirklich am Herzen liegt, ist, es wird ein neues Produkt gelauncht, das mir gerade mega Freude bereitet, euch heute mal mitzuteilen, sogar in die Tiefe, in die Details reinzugehen. Denn dieses Produkt hat in meinem Leben schon für Furore gesorgt, bei in den Leben vieler anderer. Und ich denke, dass wir damit noch viele andere Leben begeistern werden. Und zwar, ich zeige es mal ganz stolz, es geht nämlich heute hier um dieses Logo. Denn ein alter Bekannter ist zurück. Ein neues Produkt, Mona V Active, wird gelauncht am Wochenende. Und möchte euch einiges dazu sagen, fange aber einfach gleich mal an, euch einige Details zu erzählen. Nochmal ganz kurz zu mir, Markus Bute. Bin begeisterter Jeunessler, aber meine Vergangenheit oder mein Start ist gegründet worden durch Mona V und von Mona V ging es automatisch zu Jeunesse und deswegen kann ich euch jetzt heute einige Sachen dazu erzählen, was Mona V auf sich hat. Mona V geht damit einher, dass gleichzeitig wir dann wieder eine gewisse Philosophie leben werden, die ich damals schon genossen habe und ich möchte euch ein altes Relikt quasi zeigen. Und zwar, Mona V, drink it, feel it, share it. Das wird auf jeden Fall das Programm. Wenn ihr das Produkt kennenlernt, werdet ihr wissen, genau warum. Denn dieses Produkt kann man wirklich nur trinken, mit anderen teilen und dann eben wirklich gemeinsam leben und genießen. Ich gehe jetzt aber mal direkt in die Präsentation rein und möchte mit euch einige Dinge teilen und euch vor allen Dingen zeigen. Denn Mona V selber ist, ein hochwertiges Produkt, das aus einer ganz bestimmten Region gewonnen wird. Und zwar der Hauptbestandteil ist die Acai-Beere. Ihr seht jetzt hier gerade den Amazonas. Aus der Region wird halt eben die Acai-Beere gewonnen. Das heißt, hier ist wirklich noch Natur pur und absoluter Dschungel. Was natürlich auch heißt, dass wirklich diese Frucht deutlich umfangreicher und umständlicher gewonnen wird. So sieht sie übrigens aus. Also eine kleine, niedliche Beere, circa so 1 bis 2 Zentimeter breit, wird in so großen Riegen geerntet. Übrigens auf Palmen, die bis zu 40 Meter hoch wachsen. Das heißt, Menschen müssen hier wirklich selbst die Palme hochkraxeln und da dann eben wirklich diese Reigen abernten und dann wirklich über Boote teilweise wirklich in halsbrecherischen Aktionen wirklich ernten. Der Vorteil hier ist, dass natürlich auch über das Produkt Mona V eben auch eine ganz bestimmte Verarbeitung einhergeht, auf die ich natürlich gleich eingehen möchte. Es gibt über 70 Forschungsstudien, die erstens einmal belegen, dass wirklich in der Kombination, in der der Mona V-Saft zusammengestellt ist, wirklich Ergebnisse bringt und liefert und in der Vergangenheit wirklich massiv Ergebnisse geliefert hat, aber die Acai-Beere halt eben wirklich als die Wunderbeere des Amazonas gilt mit all ihren Inhaltsstoffen und insbesondere mit der Kombination der Inhaltsstoffe, die in dieser Beere stecken. Dazu aber mehr. Das Witzige ist, diese Forschungsstudien liegen en masse wirklich vor. Also wer da Fragen hat, kommt gerne auf mich zu. Den kann ich damit unterstützen und einige Infos geben. Aber ich möchte direkt in den Inhalt rein und zwar eine wesentliche Eigenschaft, die die Acai-Beere hat, ihr seht sie hier nochmal auf dem Bild, ist halt eben, sind die Omega-Fettsäuren. Jeder von euch kennt sie. Das Besondere hier an der Beere ist aber, dass die Omega-Fettsäuren 3, 6 und 9, also alle drei in dieser Beere vereint sind, aber in dem Verhältnis, wie es der Mensch wirklich am optimalsten braucht, dass Omega-3-Fettsäure am häufigsten in der Beere vortauchen, etwas weniger 6 und noch etwas weniger 9, eben genauso wie es der menschliche Organismus wirklich im Idealfall braucht und zunehmen sollte, was man ja eben im Alltag leider nicht mehr ganz so optimal leisten kann. Dann deswegen wirklich absolute Vitaminbombe. Wir haben wirklich von A sämtlichen B-Vitaminen, C, D, E-Vitaminen in dieser Beere drin stecken. Natürlich auch Mineralien, die der Körper braucht. Und das Faszinierende an dieser Frucht ist, dass halt eben wirklich diese Inhaltsstoffe in der Frucht so miteinander harmonieren, dass sie sich gegenseitig nicht aufheben und der Körper aber wirklich eben alles nutzen kann. Denn es sind ja auch eben wirklich gute Fette in dieser Beere drin, wodurch zum Beispiel viele Vitamine aufgenommen werden, die ohne Fette 1:1 wieder ausgeschieden
oder ausgeschieden werden. Ja, ich meine, wer kennt das von euch aus dem Sportbereich? Man nimmt mal dies, man nimmt mal das und vieles wird dann durch den Urin ausgeschieden, weil halt eben der Körper keine Fette zur Verfügung stehen hat, um diese Fette aufzunehmen. So, weiter geht's. Und das ist jetzt ganz spannend. Hier möchte ich wirklich bitten, mal genau aufzupassen. Die Acai-Beere ist die antioxidativste Frucht der Welt. Das bedeutet, es gibt einen ORAC-Wert. Dieser ORAC-Wert misst halt eben den Wert der Antioxidantien innerhalb einer Frucht. Und wenn wir hier sehen, angefangen von der Erdbeere über die Blaubeere bis zur Pflaume, Cranberry und Acai-Beere, ist halt eben die Acai-Beere mehr als 10-mal so gefüllt an Antioxidantien wie alles andere, was wir zur Verfügung stehen haben. Auf Platz 2 die Cranberry, die jetzt gerade natürlich alle Frauen interessieren dürfte, denn sie ist eine wunderbare Möglichkeit, präventiv gegen Blasenentzündung vorzugehen. Das ist aber jetzt nicht unser Thema, soll aber einfach mal zeigen, wie kraftvoll die Acai-Beere hier ist. Also nur im Bereich Antioxidantien, alles andere haben wir ja gerade schon kennengelernt, also mehr als 10-mal so viele Antioxidantien, die diese Frucht unserem Körper zur Verfügung stellt, was halt einfach gigantisch ist. Und gerade das ist natürlich eben auch ein wesentlicher Bestandteil sämtlicher Studien, was halt eben natürlich auf den Körper einherwirkt, wenn es natürlich darum geht, oxidativen Stress in unserem Körper zu reduzieren, freie Radikale und viele andere Dinge. So. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Verarbeitung. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen. Also diese Beere hat einen kleinen Nachteil. Sie oxidiert relativ schnell. Wenn man sie erntet und man legt sie erstmal irgendwie ein paar Tage irgendwo an die Seite, ist das Problem, sie oxidiert relativ schnell und hat eben nicht mehr so diese Bioaktivität. Das heißt, es wurde ein patentiertes Verfahren mittlerweile entwickelt, das aber schon vor einigen Jahren, das ein Getriebtrocknungsverfahren beinhaltet, sodass halt eben wirklich diese Frucht sofort zu einem Pulver verarbeitet wird, in dem die Bioaktivität verfügbar gemacht wird. Sodass wir eben wirklich in der Flasche, die ja übrigens schwarz ist, ich werde sie euch gleich nochmal zeigen, schwarz, warum? Damit eben das Licht wirklich nicht Vitamine zerstören kann. Kleine Empfehlung am Rande. Bitte solltet ihr im Supermarkt mal irgendwelche Säfte kaufen, dann natürlich auf keinen Fall Säfte, die man in einem transparenten Glas oder in einer transparenten PET-Flasche kaufen kann. Denn darin ist so gut wie schon alles tot, bevor ihr die Flasche überhaupt aufgemacht habt. Hier aber eben ein wesentlicher Faktor, warum halt eben wirklich eine hohe Bioaktivität in der Flasche verfügbar ist und eben der Körper wirklich eins zu eins aufnehmen kann, als wenn wir wirklich am Feld stehen oder im Amazonas, wo die Beere geerntet wird, eben auch alle anderen Inhaltsstoffe, auf die ich natürlich gleich zukomme. Denn der Monavisaft hat natürlich nicht nur die Acai-Beere, die der Hauptbestandteil ist, aber eben 19 wilde Früchte, die so ausgewählt werden, dass sie dem Körper wirklich das geben, was der Körper braucht, in einer Zusammenstellung, wo sich Inhaltsstoffe eben wirklich nicht aufheben. Und wenn man sich das nochmal anguckt, hat man halt eben wirklich eine gefüllte Powerflasche, die gefüllt ist voller Früchte. Ich finde dieses Foto hier wirklich sehr ansehnlich, weil es das wirklich hergibt. Er schmeckt halt wirklich gut, er schmeckt wirklich richtig gut. Natürlich kann man den bei Zimmertemperatur genießen, man kann ihn natürlich aber auch in den Kühlschrank tun. Hier ein kleiner Praxistipp: Wenn wir diesen Saft in den Kühlschrank stellen, kann es sein, dass im Saft kleine Klümpchen entstehen. Das hat nichts damit zu tun, dass plötzlich die Qualität abgenommen hat oder der Saft schlecht geworden ist. Hat einfach nur was mit der Kühlung gewisser Inhaltsstoffe zu tun, die dann quasi aneinander pappen. Ist überhaupt kein Problem. Löst sich wieder, sobald der Saft etwas ra mehr Raumtemperatur annimmt. Aber man kann ihn auch ganz kühl und kalt genießen, was sehr, sehr lecker schmeckt. Und kommen dann jetzt einmal darauf hinaus, weil der Unterschied zu diesem Saft ist, dass nicht nur eben 16, 19 wilde Früchte in diesem Monavisaft stecken, sondern zusätzlich Glucosamin, natürlich einem pflanzlichen Ursprungs. Ich kann euch hier einmal sagen, dass viele Orthopäden gefühlt jedem zweiten Patienten Glucosamin verschreiben, aufgrund von Knorpel, Gelenkproblemen, da aber leider immer tierischen Ursprungs. Und hier pflanzlichen Ursprungs hat sich einfach als deutlich effizienter und effektiver für den Körper herausgestellt. Zumal wir eben natürlich bei tierischen Inhaltsstoffen natürlich nicht mit vielen anderen Dingen einhergehen. Und hier können wir halt eben mit Glucosamin natürlich auch die Kollagenbildung unterstützen, Unterstützung für Haut, Haare, Nägel. Aber Glucosamin ist halt einfach wirklich ein wesentlicher Bestandteil, um halt wir wirklich viele Defekte, wie ich rede gerade auch natürlich davon, wenn Menschen
Na, jetzt komme ich natürlich aufs Wort nicht, lasse es kurz los und komme gleich zurück. Aber ein Beispiel möchte ich aus persönlicher Erfahrung geben. Ich komme aus dem Leistungssport, dem Bereich Kampfsport. Und mir ist irgendwann bei einer Jiu-Jitsu-Aufführung eines NRW-Tags hier in Nordrhein-Westfalen, ist mir ein Kreuzband um die Ohren geflogen. Während einer Vorführung, also ganz abgefahren, habe ich bis heute nicht operieren lassen. Halte das muskulär zusammen, was in meinen Augen deutlich gesünder ist. Aber das Problem ist, oder kam damals auf, dass das Knie deutlich angeschwollen war. Das heißt, ich habe eine Überproduktion an Gelenkflüssigkeit im Knie gehabt. Es war wirklich so ein Oschi, ich konnte das Bein dann nicht mehr strecken, nicht mehr neigen, etc. pp. Musste ins Krankenhaus und dann wurde das Knie punktiert. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal durchgemacht hat. Es tut nicht weh, es ist nur mega unangenehm, weil am Knie kannst du einfach nicht betäubt werden. Und wenn dann mal eben so eine dicke Kanüle in deinem Knie rumgegrätscht wird, damit die ganze Flüssigkeit rausgezogen wird, kein so angenehmes Bild. Aber ich möchte jetzt hier auch nicht für irgendein ungenehmes oder unangenehmes Wohlbefinden sorgen, sondern einfach nur mal sagen, dass seitdem ich den Monavisaft trinke, ich eben diese Beschwerden nicht mehr habe. Und das, obwohl ich mich am Knie noch nicht operieren lassen habe. Denn das werde ich so lange hinauszögern, wie es geht. Denn durch das fehlende Kreuzband, das mir dann hier halt durch eine andere Sehne wieder eingesetzt werden kann, die mir im Oberschenkel oder in der Wade gezogen wird, habe ich sehr oft mit Menschen zu tun, die seit der OP denn das Bein nicht mehr ganz strecken können oder nicht mehr ganz beugen können. Und das möchte ich eben vermeiden. Dementsprechend stütze ich das jetzt gerade muskulär, unterstütze aber eben durch Monavisaft und bekomme seitdem keine Überproduktion an Gelenkflüssigkeit. Habe also kein dickes Knie mehr, keine Beschwerden, ich knicke nicht weg, kein gar nichts. Also wirklich genial. Und jetzt komme ich gerade wieder aufs Wort, nämlich wenn Menschen Arthritis haben, ist der Saft eine wunderbare Unterstützung, hier wirklich entgegenzuwirken. Ich möchte an der Stelle natürlich ganz deutlich zum Ausdruck bringen, dass ich hier keine Heilaussagen treffe, sondern nur aus Erfahrung springen, aus persönlicher Erfahrung oder eben aus der gemachten Erfahrung von vielen, vielen Menschen und Kunden, die ich kennenlernen durfte, die halt wirklich wunderbare Resultate damit erzielen konnten. Gilt eben, wie gesagt, nicht für jeden, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man hier halt eben wirklich eine Linderung und Besserung deutlich vorantreiben kann. So, was gibt es noch zu erzählen? Ganz klar, warum brauchen wir Acai? Ich will einfach nur mal einige Sachen heranführen, weil die einfach in meinen Augen wirklich wichtig sind, weil halt eben die Inhaltsstoffe und die Kombination halt einfach die Acai-Beere so schätzenswert machen, weil der Antioxidantiengehalt halt eben den menschlichen Körper vor freien Radikalen schützt und vor einer vorzeitigen Zellalterung ebenfalls schützen kann. Es sind halt wirklich viele Inhaltsstoffe, die halt auch in einer gewissen Menge in dieser Acai-Beere halt einfach wirklich überragend sind, was zum Beispiel den Gehalt von Calcium zwischen 133 und 309 Milligramm pro 100 Gramm Acai ausmacht, was eben natürlicher Kalziumlieferant für den menschlichen Körper ist, um halt eben das menschliche Skelett, aber natürlich auch eben die Zähne zu unterstützen. Vitamin C natürlich auch kräftig in dieser Beere, unterstützt das Immunsystem. Aber hier natürlich eben auch, weil dadurch eben das Vitamin nicht nur das Immunsystem unterstützt, sondern eben auch die L-Carnitin-Produktion anregt und steuert. Dadurch wird natürlich eben wieder die Fettverbrennung in den Muskeln angeregt. Also hier sind wirklich Inhaltsstoffe, die halt ganz viele andere Prozesse anregen, unterstützen, sich kombinieren, potenzieren etc. pp. So wie Fettverbrennung, so wie dass der Schutz vor Nervenschädigungen, Verarbeitung von Kohlenhydraten und Eiweißen, Konzentrationsschwäche ist dort wirklich schon verbessert worden. Was haben wir noch? Absoluter Schutz für das Herz. Alle Omega-Fettsäuren sind essentiell für den menschlichen Organismus und schützen halt eben oder bieten halt eben wirklich massiven Schutz für das Herz, aber eben auch eine massive Unterstützung für das kardiovaskuläre System, was eben wirklich ganz, ganz bedeutend ist in der heutigen Zeit, wo natürlich viele Menschen auch einfach in Masse die falschen Fette zu sich nehmen, kaum Bewegung und so weiter und so fort. Wir haben wirklich Bausteine durch die Omega-3-Fettsäuren, die halt für die Produktion von Hormonen eine Rolle spielen, aber eben auch Bausteine für die Enzyme im Körper, die ebenfalls steuern, aufbauen und unterstützen müssen. Der Wasserhaushalt wird reguliert. Die Weiterleitung von Reizen innerhalb der Nerven ist eine wesentliche Sache. Und das, was mich am meisten begeistert, ist halt diese Aufrechterhaltung der Darmflora. Also hier kann ich wirklich auch wieder aus persönlicher Erfahrung sprechen. Sollte mal irgendwer Darmprobleme haben, in welcher Art und Weise und wenn es nur um die Verdauung geht,
Glaubt mir, mit Monavie Active werdet ihr das loslösen können. Es ist also wirklich auch nochmal kein Heilversprechen, sondern einfach eine persönliche Erfahrung. Nicht nur, und die kann ich auch wirklich mit ganz, ganz vielen Menschen teilen, auch durch viele Menschen, die ich kennengelernt habe, was wirklich gigantisch ist. Und wo wir vorhin bei Forschung waren, freut es mich hier auf jeden Fall auch nochmal berichten zu können, dass zum Beispiel eine Forschungsgruppe der Universität in Florida festgestellt hat, dass die Antioxidantien der Acai-Beere bei 86% der Leukämiezellen einen Selbstzerstörungsprozess ausgelöst haben. Also das heißt natürlich jetzt nicht oder ist nicht gleichbedeutend, dass die Acai-Beere jetzt Leukämie heilen kann, um Gottes Willen. Aber regt an und sorgt dafür, dass eben diese, dass diese Leukämiezellen sich selbst zerstören. Und wenn nicht alle, dann einen großen Teil. Aber dieser Prozess, dass dahin hingegangen wird, ist das schon mal wirklich super. Und natürlich ist es ebenfalls auch so, dass sich das positiv auf alle möglichen Krebsarten ausgewirkt hat. Und das sogar nachgewiesen. Da gibt es wirklich Studien zu. Aber dafür müsste man sich wirklich aktiv mit denen beschäftigen. Das Beispiel ist zum Beispiel auch ein Rückgang, also eine Rückbildung von Tumoren, die wahrscheinlich auf die zytostatische Wirkung von Antioxidantien zurückzuführen ist. Aber das bieten wirklich viele, viele Studien. Deswegen heißt die Acai-Beere auch die Wunderbeere. Solche Begriffe sind immer ein bisschen abenteuerlich, aber dieser Begriff hält wirklich schon seit Jahrzehnten und die Resultate ebenfalls. Aber dazu gibt es eben wirklich viele, viele Belege, die man und natürlich auch viele Menschen, mit denen man da sprechen kann, die man bieten kann. Jetzt möchte ich aber nochmal auf den grundsätzlichen Sinn von Monavie Active hin. Wir haben ja letztendlich eben, natürlich kennt ja jeder die WHO, ne, die Weltgesundheitsorganisation, die halt eine Empfehlung ausspricht, wie viel Anteile Gemüse, wie viel Anteile Obst der Mensch zu sich nehmen soll, mit all den Inhaltsstoffen, die dort drinstecken. Ein wesentlicher Inhaltsstoff sind zum Beispiel Polyphenole. Seht ihr hier links oben, Polyphenole sind die Farbstoffe oder die farbgebenden Inhaltsstoffe für Früchte und Pflanzen, die halt eben natürlich die körpereigene Produktion von Antioxidantien anregen und viele andere Dinge. Ein Grund, warum Ärzte damals gesagt haben, man sollte die Farben verteilt essen. Also nicht nur die leckere rote Paprika, sondern auch mal die gelbe, die grüne. Das gleiche gilt natürlich auch bei Früchten. Der Körper kann davon nur partizipieren. Ein weiterer Punkt eben, das sollte man fünfmal täglich machen, Hand aufs Herz und mal selber nachgedacht, wer von uns isst jeden Tag fünfmal Obst, fünfmal Gemüse? Es wird wirklich schwer, oder? Und das ist aber kein Problem, weil wir haben wirklich die Möglichkeit mit Monavie das zu umgehen. Aber warum ist das so wichtig? Weil wir reden ja heutzutage wirklich nicht mehr von einer Landwirtschaft, wo die Kühe glücklich auf der Weide sind, die Schweine sich irgendwie in irgendeiner Jauche wühlen und happy sind, sondern wir haben halt einfach eine komplett andere Produktion an Lebensmitteln und dementsprechend geht natürlich auch einher, dass die Qualität, die wir dann zu uns nehmen, eben nicht mehr leider so gut ist. Heutzutage sieht es so aus, dass das meiste gespritzt wird und zu der Produktion aller Inhaltsstoffe und Früchte von Monavie kann ich Folgendes sagen: Hier werden die Früchte dort geerntet, wo sie natürlich aufwachsen und vor allen Dingen auch natürlich vorkommen. Die Kiwi zum Beispiel ist keine europäische Frucht. Die wird auf jeden Fall in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten angebaut. Und solche Dinge werden wirklich dort geerntet, wo sie angebaut werden und sofort verarbeitet, damit eben die Bioaktivität wirklich verfügbar bleibt. Und wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, klar, das ist ein anderer Bereich in puncto Fleisch. Wie damals ein Hühnchen aussah, wie es heute aussieht und vor allen Dingen in fast der Hälfte der Zeit sind das wirklich abenteuerliche Fakten, die uns ein bisschen Angst machen sollten. Aber umso wichtiger sind halt eben wirklich diese Inhaltsstoffe und diese Produkte, die wir ja Menschen anbieten können, um damit auch natürlich eine Lösung zu haben. So, jetzt zum Schluss komme ich auf eine Studie, die mich damals schon begeistert hat und zwar 2003 hat das Geigy-Institut aus der Schweiz belegt, dass in Obst und Gemüse bis zu 95% weniger Inhaltsstoffe drinstecken. Aufgrund der ja, Produktion, aufgrund vieler anderer Dinge. Ich meine, man muss sich ja nur mal das Beispiel Bananen vergegenwärtigen. Bananen werden auf einem Kontinent geerntet, halbreif, damit es auf Containerschiffen auf dem Weg zu uns nach Europa mit Gas nachgereift wird, damit es hier reif aussieht. Vitamine und wesentliche Inhaltsstoffe darin werden aber eigentlich erst produziert wenige Tage vor der endgültigen Reife. Also wie kann
Wie können solche Früchte denn wirklich noch das liefern, was sie uns ja, versprechen oder was man uns teilweise in der Werbung wahr machen will? Dementsprechend ist es wirklich einfach wirklich wichtig, dass diese Früchte dort zu Ende reifen können, wo sie aufwachsen, dann sofort geerntet werden und in einer hohen Bioaktivität erhalten bleiben, sodass wir das dann wirklich unserem Körper zufügen können. Also nochmal, ne? So lecker Tomaten sind, aber die Produktion sieht halt eben so aus und nicht auf sonnenerfüllten langen ja, Feldern. Also ein Grund, nicht wie der Strauß hier den Kopf in den Sand zu stecken. Das Gleiche gilt natürlich auch für uns Menschen, sondern wir haben halt eine Lösung, die wir den Menschen anbieten können, die wir natürlich auch für uns selber nutzen können. Ein Produkt, das wirklich außerordentlich lecker schmeckt, das auch optisch schon total sexy ist. Also diese Flasche, diese weinartige Flasche. Egal, wann ich in dieser Flasche mal durch die Gegend gelaufen bin, wurde ich immer angesprochen, ob, ja, ob das eine Weinflasche ist. Und ich gebe euch zum Beispiel eine Sache. Es gibt viele Celebrities, also vielleicht steht ihr auf prominente Menschen, die Produkte nutzen. Es gibt zum Beispiel Patrick Dempsey aus Grey's Anatomy. Das ist jemand, der Monavie Active trinkt. Wer da mal einen Beleg haben möchte, ich kann euch ein Foto liefern, um nur ein Beispiel von vielen zu geben. Dann gibt es noch einen Regisseur, Quentin Tarantino als Beispiel und so weiter und so fort. Aber nur mal ein Beispiel zu sehen, was wirklich auch Menschen mit Einfluss auf wertvolle Produkte setzen. Und ja, dann zum Abschluss möchte ich nur noch ein Zitat anbringen von Hippokrates. Der hat gesagt, lass Nahrung deine Medizin sein und nicht Medizin deine Nahrung. Also ich glaube, eine Sache, die jeder verstehen kann und die absolut Sinn macht. Und bis heute, ich meine, der gute Mann ist schon ein paar Jahre tot, aber bis heute halt einfach wirklich, ja, täglich, stündlich Belege findet. Dementsprechend verbleibe ich jetzt erstmal mit den liebsten Grüßen, freue mich aufs Wochenende, auf das wir alle einen Schluck Monavie probieren können, für die, die es noch nicht getan haben, natürlich aber auch Sie alle, ihr alle, sprecht den Menschen an, der euch das Video gezeigt hat, lasst euch ja, möglich machen, Monavie bestellen zu können, das mal auszuprobieren und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Produkt und ich hoffe, ich konnte euch wesentliche Informationen zu dem Produkt beitragen, sodass ihr eure Interessenten damit informieren könnt, aber auch selber wisst, was für ein kraftvolles Produkt wir ineinander haben. Gut, dann verabschiede ich mich und wünsche alles Liebe. Ciao.